Wie baut man ein Insektenschutzgitter selbst? Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Wir sehen uns unterwegs. Ich bin der Michael und heute geht es um das Insektenschutzgitter hier an unserer Schiebetür. Natürlich habe ich das nicht zu 100% selbst gebaut, sondern das ist ein vorhandenes, was ich gekauft habe und dann habe ich es entsprechend umgenäht, dass es bei uns am Auto passt. Wir haben dieses hier jetzt seit 5 Wochen im täglichen Gebrauch und es ist hochwertig verarbeitet, es ist stabil und es ist eine klare Empfehlung. Warum habe ich kein Insektenschutzgitter verbaut, was man direkt für unseren Sprinter kaufen kann? Erstens, die sind mir alle viel zu teuer und zweitens, die passen bei uns nicht. Die Kauflösungen für Schiebetüren vom Kastenwagen, die gehen so die einfachen bei 150 Euro los und die hochwertigeren oder sagen wir mal die aufwendigeren, wo es einen ganzen Rahmen dazu gibt mit so einer Schiebetür, solche Plissés, die gibt es für einen Ducato ab 360 Euro, habe ich gesehen, für einen Sprinter, also für unseren, so für 450 Euro und für einen VW T5 oder T6 für so geschmeidige 530 Euro. Das ist mir alles viel zu teuer. Dieses hier kostet 18 Euro. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Es ist natürlich nicht für eine Schiebetür vom Kastenwagen gedacht, sondern für eine Balkontür am Haus. Aber man kann es halt, wie ihr seht, umarbeiten. Es ist hochwertig, es ist stabil, es ist ein sehr robustes Netz, es ist nicht so dünn. Es ist nicht nur gewebt, sondern die einzelnen Fasern sind an jedem Kreuzungspunkt miteinander verbunden, miteinander verschmolzen und somit bröselt sich das nicht auf, wenn das mal beschädigt wird. Und es schließt nicht mit Glätt, sondern es schließt mit Magneten. Und das ist eigentlich das Geilste an diesem Ding. Wie ihr seht, man geht rein, man geht raus und es geht von allein wieder zu. Es schließt von allein. Man muss sich um nichts kümmern. Man geht einfach durch und es geht von allein wieder zu. Und das ist absolut geil und es funktioniert richtig gut. Wenn ihr jetzt dieses Netz kauft und für euer Fahrzeug anpassen und umnähen wollt, braucht ihr noch ein Klettband. Verlinke ich euch auch unten. Kostet 8 Euro in dem Fall. Das sind mehrere Meter. Ihr braucht so viel gar nicht, aber kleinere Abmessungen gibt es nicht. Und ihr braucht noch ein paar Meter Gurtband, dass ihr das stabil vernähen könnt. Zeige ich euch gleich. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Zum zweiten Punkt. Kauflösungen funktionieren bei uns nicht. Ihr seht, unsere Schiebetür ist teilweise durch die Schränke verdeckt. Einmal hier durch unsere Toilette. Einmal da durch den Schuhschrank, der ist hinterm Gitter und hier an der Wand geht auch ein Teil vom Schrank hoch. Das heißt, so ein Rahmen mit so einem Plissé, mit so einer Schiebetür, wo ihr das Fliegengitter wie eine Schiebetür davor ziehen könnt, das passt bei uns einfach nicht. Das passt weder zwischen Schrank und Tür, also die eigentliche Schiebetür dazwischen, noch passt von der Größe, weil halt die Schränke in die Schiebetür reingebaut sind. Ich habe das halt damals so gebaut, war nie ein Insektenschutzgitter geplant. Und diese 5 mm Abstand, die ich da halt gebaut habe, die funktionieren. Das funktioniert seit 8 Jahren so. Und Kauflösungen passen da halt einfach nicht. Und mit diesem Insektenschutzgitter ist das kein Problem. Das baut inklusive der Befestigung so ungefähr 3-4 mm auf. Das passt also zwischen Schränke und Schiebetür. Dann kommen wir jetzt dazu, wie ich das gekaufte Fliegenschutzgitter umgenäht und eingepasst und am Auto befestigt habe. Diesen Insektenschutz gibt es in verschiedenen Größen und ich habe den größten genommen. Einerseits, dass ich genügend Material habe zum Umnähen. Und der zweite Punkt ist, dass der Größe sogar günstiger war als wahrscheinlich die Standardgröße, die halt viel mehr gekauft wird. Und das erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben festgelegt, wo die Teilung der beiden Hälften ist. Man könnte die Teilung jetzt natürlich genau in die Mitte reinlegen, also ungefähr hier. Wir haben das ausprobiert und es hat sich für uns eigentlich ergeben, dass die sinnvollste Teilung ungefähr in der Mitte von dem Durchgang ist, weil, wenn das jetzt aufgeht, dann hat man halt in der Mitte von dem Durchgang den höchsten Punkt. Das heißt, ich kann hier eigentlich problemlos durchgehen. Natürlich berühre ich mit dem Kopf jetzt hier oben das Gitter, wenn ich durchgehe. Ich muss den Kopf ein bisschen einziehen. Das ist halt so. Mit so einer Schiebetür, mit so einem Plissé, mit so einer Schiebetür wäre das natürlich nicht der Fall. Aber es stört nicht. Wir haben das ausprobiert. Wenn die Teilung weiter hier drüben ist, dann geht das eigentlich noch schlechter. Dann habe ich noch weniger Kopffreiheit. Deshalb haben wir das ungefähr in die Mitte vom Durchgang gemacht. Und zwar ungefähr, dass die Originalbreite auf der Seite geblieben ist. Das heißt, hier ist die Originalbefestigung, hier habe ich nichts umgenäht. Und ausgehend von der Kante letzten Endes hat sich dann hier die Teilung der beiden Hälften ergeben. Und auf dieser Seite habe ich es entsprechend gekürzt, um, keine Ahnung, 20 cm oder so, dass die Befestigung hier genau an der Kante ist. Und unten habe ich es auf die entsprechende Länge gebracht. Als nächstes habe ich dann das selbstklebende Klettband. Das ist im Lieferumfang bei dem Gitter dabei. Das habe ich auf die Kanten aufgebracht. Aufgeklebt. Und zusätzlich habe ich das noch angetackert. Einfach
Um sicher zu gehen, sollte sich das Selbstklebende lösen, dass die Tackernadeln letzten Endes das halten. Ich habe hier umlaufend Holz, das heißt, das war jetzt für mich kein Problem, das zu tackern. Wenn ihr das auf Metall klebt, geht das natürlich nicht. Dazu habe ich hier oben bei uns noch eine Holzleiste eingebracht, wo ich das befestigt habe. Das hängt natürlich sehr stark vom Ausbau ab. Bei uns ist es jetzt halt so, man kann das natürlich auch am Metallrahmen befestigen. Dazu hätte ich jetzt bei uns die Verkleidung, die Wärmedämmung alles abnehmen müssen, hätte die Klebereste entfernen müssen. Der Aufwand war jetzt für mich einfach viel geringer, hier eine 25 mm breite Holzleiste einfach noch links und rechts zur Befestigung hier reinzubringen, wo ich das Klett dran verklebt und getackert habe. Als nächstes habe ich dann das Netz angeklettet, also oben und hier links, weil die Bereiche halt unverändert sind. Da habe ich es angeklettet und habe es dann halt ausgerichtet und habe dann auf der Seite angefangen und habe den ersten Schnitt gesetzt. Ich habe also das Netz neben dem aufgeklebten Klett eingeschnitten, habe das entsprechend auf Maß, auf Spannung gebracht, habe das eingeschnitten und habe dann das zusätzlich gekaufte Klettband mit einem Tacker grob an dem Netz befestigt. Und so habe ich dann hier Stück für Stück das Netz auf das richtige Maß gebracht, so dass es letzten Endes rechts, links und oben verklettet war. Im unteren Bereich liegt das Netz hier nur auf. Es ist hier nicht mit Magneten oder Klett oder was auch immer befestigt, weil wir haben hier eine Kunststofftrittstufe. Metall haben wir erst wieder hier unten an der Karosserie. Und hier in dem Spalt läuft der Arm der Schiebetür lang. Das heißt, hier liegt es jetzt nur auf. Ich könnte hier natürlich eine Metallschiene aufbringen, also eine Stahlschiene, ein ferromagnetisches Material. Und könnte das hier im Prinzip auch mit Magneten drauf befestigen. Die Option habe ich auch immer noch, aber es funktioniert so. Ich habe die Magnetleiste, also diese eingenähten Magneten, die hier über die ganze Länge gehen, habe ich an dem Punkt hier umgeschlagen und bis zur Befestigung halt hier rüber geführt. Also das heißt, das Netz war letzten Endes ungefähr so lang. Und so habe ich halt hier ein bisschen Gewicht und es ist auch ein bisschen ja, Steifigkeit, sage ich mal, vorhanden. Die Magnete sind schon flexibel, aber halt doch gewissermaßen steif. Und somit habe ich hier einen geraden Abschluss. Wenn ich jetzt hier nur das Netz hätte, vielleicht noch mit einem Gurtband umgenäht oder so, das würde nicht so schön fallen, sage ich mal. Durch diese Magnete, die jetzt hier unten noch dran sind, fällt das sehr gut, dichtet mehr oder weniger ab. Und ich hätte die Option, wenn es nicht funktionieren würde oder nicht funktioniert hätte, dass ich hier halt noch eine Stahlschiene einfach aufschraube oder was auch immer. Oder vielleicht auch von unten unter den Kunststoff Magneten bringe, so dass es hier halt entsprechend hält. Wie gesagt, brauchen wir nicht. Und in dem Bereich habe ich die Magnetleiste auch mit ihrer ursprünglichen Länge letzten Endes bis hier hingeführt und ab diesem Punkt ist es dann auch mit Klett befestigt. Ich habe das also alles so am Fahrzeug ausgerichtet, mit dem Tacker grob fixiert und dann habe ich alles mit rein an die Nähmaschine genommen und habe das alles vernünftig vernäht. Außen habe ich ein Gurtband zur Verstärkung aufgenäht, also letzten Endes ist Klettband mit Gurtband vernäht und das Netz ist dazwischen. Wenn man jetzt nur das Klettband mit dem Netz vernähen würde, dann würde das im Bereich der Nähte irgendwann reißen. Besonders aufwendig ist es in diesem Bereich hier, wo das Klettband letzten Endes hier um diese ganzen Ecken drumherum geführt werden muss. Hier läuft das originale Klettband bis zu dem Punkt runter und dann ist im Prinzip das Klettband auf der anderen Seite aufgebracht. Und hier unten wegsetzt dann sozusagen wieder die Seide. Das ist jetzt halt hier relativ aufwendig. Das hängt natürlich sehr stark von eurem Ausbau ab. Dann habe ich links und rechts noch ein Gurtband angenäht. Wenn wir mal das Fliegengitter aufrollen wollen, dann kann ich das hier mit dem Gurtband befestigen. Und auf der Seite genauso. Wir haben das tatsächlich in den letzten 5 Wochen kein einziges Mal genutzt, würden es aber nutzen, wenn wir hier unseren Außentisch verwenden wollen. Zu dem Ausziehklapptisch gibt es übrigens ein Video, verlinke ich euch da oben. Ich habe mich entschieden, das so zu lösen, dass dieser Tisch hier durch das Gitter abgedeckt ist, wenn das zu ist, weil hier sind ja Löcher und Ritzen drin. Wäre das nicht abgedeckt, könnten ja die Viecher da rein. Genau deshalb habe ich das so gelöst,
das im geschlossenen Zustand das Gitter vor dem Tisch ist. So, und hier habe ich auch noch ein Stückchen Gurtband angenäht. Das ist dazu da. Wenn die Schiebetür geschlossen ist, dann kann ich das Gitter nicht aufdrücken, um an den Verschluss von der Tür zu kommen. Und deshalb habe ich das Stückchen Gurtband angenäht. Dann kann ich es hier einfach aufziehen. Und kann die Schiebetür öffnen. Wie gesagt, wir haben den jetzt seit 5 Wochen täglich in Benutzung und er funktioniert. Es gibt keinerlei Probleme. Man muss sich im Prinzip nicht drum kümmern. Man geht einfach rein, man geht raus und er schließt von allein. Man muss halt auch nichts explizit öffnen, sondern man geht einfach durch. Ich denke, dass mich das in einer Zeit ganz schön ankasen würde, wenn ich das jedes Mal, wenn ich rein und raus gehe, erst öffnen und dann hinter mir wieder schließen müsste. Vor allem, wenn ich die Hände voll habe mit zum Beispiel Geschirr, weil wir draußen essen. Mit dem Magnetverschluss muss man sich um nichts kümmern. Ich finde das wirklich eine prima Sache. Wenn er mal nicht schließen sollte, prinzipiell kommt das vor. Aber ihr seht, selbst wenn ich es drauf anlege, ist es schwierig. Ich kriege es jetzt gar nicht hin. Wenn er mal nicht schließt, einfach kurz anstupsen und dann schließt er. Wenn ihr euch für euren Camper auch so einen Insektenschutz bauen wollt, ich verlinke euch alles, was ich verwendet habe, die Materialien und das Werkzeug, unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns unterwegs. Bis dahin. Ciao.